wunderbaren Schwertkämpfer. Das sieht alles nicht so witzig aus im Moment. Hätte es mir doch anders vorgestellt. Segen auf die Fernkämpfer drüben. Okay, die können sich jetzt schon mal wenigstens nicht mehr im Fernkampf wehren. Nur noch im Nahkampf. Oh, und die kommen natürlich mit jede Menge Glück hier an. Wo auch immer die das ganze Glück herhaben. Das ist völlig unglücklich für mich gelaufen hier. Aber hey, wir werden sehr, sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, schön. So kommt der andere besser ran. Gleich noch einmal. Gute Moral. Sehr gut. Na also, geht doch. 1000 Erfahrungspunkte. Ey, ist gut. Knowledge plus 1. Und wir kommen nicht mehr zurück in die Festung. Wenn ich die jetzt natürlich erobern muss... Nee, muss ich nicht. Sehr schön. Dann wäre ich wieder zurückgeritten, aber so ist okay. Was ist das? Log Cabin? Cottage. A group of dwarves. Achso, Zwerge wollen sich uns anschließen? Nee, dankeschön. Oh, ist das alles kompliziert. Also dieses Spiel ist nicht das Einfachste. Mit Absicht natürlich nicht. Die wollen schon wieder in unsere Festung. Sollen sie mal kommen, sollen sie kommen. Wir werden sie alle vernichten. Jetzt haben wir wieder 5 neue Reiter. Fernkämpfer gibt es aktuell nicht, aber wir nehmen die Pikeniere noch mit. Du kommst dahin. Kann ich noch irgendwas kollektivieren? Ja, die Schwertkämpfer. Dann haben wir nicht mehr viel Gold, aber vielleicht reicht es, um hier noch irgendwas zu bauen. Nee, natürlich nicht. Ich wollte mich eigentlich schon längst mal wieder um Holz kümmern. Ich habe kein Holz, das ist so zum Heulen. Na gut, dann reite mal wieder Windbully ab nach oben. Und du wartest auf den Angriff. Habe ich mir fast gedacht, dass sie sowieso angreift. Die Feen können rein in die Festung, das ist schlecht für uns, aber wir sollten es einigermaßen überstehen, wenn jetzt der Turm dann immer auf die Schweine geht. Genauso ist es auch. Skip. So, die Feen sind gerade mal 18 Stück, die kriegen wir so weg. Schwertkämpfer warten drin, alle warten drin. Müssen ja erstmal reinkommen, die Leute, das schaffen sie eh nicht. Der Turm wird vorher alle töten. Und wir werden jede Menge Erfahrungspunkte sammeln. Wahrscheinlich wird das hier sogar nachher der stärkere Held sein. Wundern wird's mich nicht. Immer skippen, 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 skippen. So lange, bis sie drin sind. Erst dann müssen wir uns bewegen. Aber die Mauern, die gehen auch gleich down, wenn das so weitergeht. Schon wieder verflucht. Die Schweine sind nicht mehr viele. Wir haben noch 3 Reiter von 5. Das ist im Prinzip jetzt im Moment unser Kanonenfutter. Gut, die Schweine sind fast tot. Lass die anderen mal reinkommen. Davon sind jetzt auch nicht mehr viele da. Dankeschön. Und zack. Und wieder ein Turm down. Drei Wölfe tot. Schweine alle tot. Okay, er darf nochmal. Und damit müssten wir jetzt auch die Zwerge töten können. Eine alte... Oh, nee, doch nicht. Der hält ganz schön viel aus, der olle Zwerg. Skip, skip. Und das war's. Oh, Gott sei Dank. Und Defense Skill plus 1. So kriegen wir natürlich auch ein Level up. Die ganze Zeit verteidigen und immer nur sammeln, 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 während die anderen ihre Ressourcen und Leute an uns verschwenden. Das ist optimal. Thatched Hut. Ja, da nehme ich doch garantiert etwas mit. Ich glaube, das waren jetzt ganz normale Bauern, ne? Ja. Sehr schön. Oh. Uncharted Territory. Ja, da muss ich mal gucken, was da noch zu entdecken ist. So, wir haben ein bisschen Geld. Wir werden das natürlich ausgeben, um in dieser Festung dann ein bisschen was zu machen. Allerdings brauchen wir für die Armory noch weitaus mehr Zeug. Heißt, wir sollten mal... Ich kann nicht mal die Taverne bauen. Wir sollten jetzt mal das Holz holen. Exit. Du da. Ab zum Holz. Die Feinde müssen irgendwo hier in der Nähe ihre... Festungen haben. Das wundert mich, dass ich die noch nicht sehen kann.
Oh Gott, wo soll denn das sein? Das ist nicht bei uns auf der Insel. Oder? Nee, solche Berge sehe ich hier nicht. Es muss irgendwo anders sein. Was könnte ich in dem Schrein lernen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir wenigstens wieder Holz. Dann holen wir uns noch das Erz und gehen wieder zurück zur Festung. So, Pöppi, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Erz wiederholen, sehr schön. Und wieder ab nach unten zur Festung. Hier müssten wir jetzt langsam auch was bauen können. Ja, die Taverne funktioniert jetzt endlich. Was bringt die Taverne? Increases the morale of all garrisoned troops. Also die Moral aller in der Garnison eingesperrten Truppen wird eben erhöht. Es gibt nichts zu kaufen. Die paar Leute, die da sind, passen jetzt im Moment auf die Festung auf, solange bis irgendjemand kommt und Lust hat, gegen uns zu kämpfen. Ich hoffe, das ist nicht allzu häufig der Fall. Pöppi. Komm mal schön her, du. Nix ist, da wollte sie gerade in unsere Festung rein. Ich glaub's ja auch. Hat gleich aufgegeben, das sind 2500 Gold, die der Computergegner einfach so weggeschmissen hat. Freut mich natürlich. Das Schöne ist, wir müssen keine Schiffe kaufen. Im Prinzip haben wir hier wirklich alle Möglichkeiten für uns gepachtet. So, das nehmen wir noch mit. Und die da. Und dann müssen wir mal entscheiden. Was lassen wir hier? Was wird die Festung verteidigen? Und was nehmen wir mit? Haben wir eigentlich Kristalle bekommen? Ich glaube nicht, oder? 20 Kristalle. Theoretisch? Warte mal. Die Cathedral braucht bloß noch 20 Holz. Und dann könnten wir im Prinzip sogar unsere... Wie heißen sie? Oh, ich vergesse immer den Namen. Paladine. Paladine bauen. Das wäre ja optimal. Das wäre ja super. Aber auch die Armory braucht immer noch 10 Holz. Das heißt, wir werden hier bloß weitere Leute stationieren. Uns auf sie einfach verlassen müssen. Dass die Festung halten. Du wartest auch in der Festung. Und du gehst dir die Leute von ihm holen. Ja, was nehmen wir mit? Also die Schwertkämpfer sind nicht schlecht, die nehme ich mit. Die Schützen, die sind immer gutes Kanonenfutter. Und die Reiter, die halten viel aus. So. Der Rest, da müssen wir warten, bis wir ein paar mehr Leute haben. Wir bewegen uns jetzt erstmal weiter. Und du, tja, keine Ahnung, bleibst da, wo du bist. Denn du bist, was du isst. McDonald's. Yes. Gut, schauen wir uns mal mit dem Boot um. Mit dem Boot ist man wesentlich weiter und schneller unterwegs. Als auf andere Arten. Oh, vielleicht könnten wir die hier mitnehmen. Ein Pack. Kavalleristen. Und eine Goldmine. Das gefällt mir. Die möchte ich ja gerne haben. Wenn es jetzt noch Marktplätze gäbe, dann wäre alles super. Aber die gibt's hier nicht. Das ist total doof. Shipyard. Wir haben ja soweit alles bis auf Holz. Ich traue mich kaum, hier irgendwo einen Step hinzusetzen. An dieser Stelle speichere ich, denn ich will jederzeit wieder zurückkommen. Und ich werde es auch speichern unter einem neuen Spielstand. Save Game Versuch 2. Achso, Zahlen gibt's nicht. Oh, nee, ist zu lang. Gut, Versuch 2. Okay, wenn es nicht so lang sein darf. Enter. Game saved successfully. Dann haben wir es also erfolgreich gespeichert. Wir werden jetzt die Runde beenden. Und uns einfach mal hierher begeben. Gucken wenigstens mal. Ah, da sind auch Reiter vor. Das ist doof. Ich habe immer Angst zu verlieren. Aber wer weiß, vielleicht schließen die sich uns ja alle an. Das wäre ja das Größte überhaupt. Hier gibt es eine Kristallmine. Ogre. Und da kommen schon wieder neue Leute. Die haben sogar schon ein paar Hydren. Die Hydra ist, glaube ich, die Vorstufe vom Elend. Wie sieht es allgemein aus? Welchen Tag haben wir? Tag 5. Wir werden uns gar nicht so schnell wieder aufrüsten können, wie die uns hier überfallen gleich. Das ist schlecht. Ich kann keine neuen Leute kaufen. Vielleicht hätte ich doch noch nicht abhauen sollen. Okay.
Er ist noch nicht an Land gegangen, er muss dann noch einen Tag warten. Und ich hoffe, er kann auch nicht so schnell in die Festung rein, denn die kriege ich nicht verteidigt. Nicht, wenn er noch zaubert und macht und tut. Oh, ich kann auch Bauern rekrutieren. Schön. Sonst noch irgendwas? Nö. 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 Schade. Na gut, wir werden bald unsere Paladine haben. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Armory hier unten, sodass wir dann auch hier die Schwertkämpfer bekommen. Habe ich den Brunnen schon gebaut? Ja, habe ich. Gut. Ich glaube, den hat der andere sogar gebaut. Was macht er jetzt? Er steht einfach nur da. Jo, finde ich toll. Dann bleib mal stehen. Und ich guck mal, ob ich hier oben eine Festung irgendwo finde. Ist ja doch sehr weitläufig, das Gebiet. Oh, eine Festung. Tundara. Defenders. Okay. So, die nächste Woche bricht an. Wir können wieder die Population steigern. Und wir dürfen jetzt gegen die hier kämpfen, um eine weitere Festung, zu erobern. Schön. Skip. Du kannst den sogar schon angreifen. Rauf da. Au. Auch du kannst rauf. Warum dürfen eigentlich alle immer eher als mein Bogenschütze? Das ist doch zum Heulen. Skip. Tot. Skip. Skip. Lass den Oger mal näher kommen. Das ist schon völlig okay. Nee, du gehst mal kurz zurück. Der soll immer näher kommen. Zwei Oger tot. Skip. Geh mal rauf. Alle tot. Na gut. Geschafft. Und wieder Knowledge plus 1. Ja, wir sind hier ganz woanders. Kriegen jetzt durch die Festung natürlich mehr Geld. Und es scheint eine Ork-Festung zu sein. Mit diesen Schweinen und den Goblins und den Ogern und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind hier nicht bei den Zauberern angekommen. Auch immer wir sind, das gefällt mir. Wir haben zumindest eine weitere Festung. Das ist schon mal gut. So, und hier können wir jetzt neue Leute rekrutieren. Den anderen theoretisch nochmal angreifen. Der vorhin schon irgendwie in seinem Boot saß. Der soll da möglichst auch bleiben. Du gehst runter, du auch, du dahin, du da und du da. Du da, du da, du da. Und hier haben wir soweit auch alles gebaut. Theoretisch könnten wir uns jetzt noch um die Justing Arena bemühen, um dann die Reiter zu bekommen, aber das ist mir relativ egal. Wir werden jetzt erstmal Leute rekrutieren, damit hier auch wieder die Verteidigung weiter ausgebaut wird. Theoretisch bräuchten wir noch einen Helden, der die Leute mit Attack und Defense so ein bisschen unterstützt. Aber das geht, denke ich mal schon. Kommen wir denn dahin? Ja, kommen wir. Speicher mal, ich will nicht wieder so eine Katastrophe erleben. Versuch 3. Ich will jederzeit noch wieder zurückkommen. Speichern. So, rauf da. Ach, eine Hydra. Ist ja nix. Das ist ja nüscht, ist das. Kommen nicht ganz so weit, aber wir sind schon sehr nah dran. What? 75 Damage. Wieder 2 Stück tot, das ist nicht nett. Das finde ich gar nicht toll. Okay, aber die kriegen wir gut weg hier. Die Hydra kann auch nix, die wird auch gleich sterben. Dass der mir immer meine Reiter töten muss. Ich glaube, das macht er mit Absicht, mich dort zu belagern. Das finde ich langsam gar nicht mehr witzig. Moral. Ich liebe Moral. Gute Moral sowieso. Dann erstmal den da oben. Denn er kann sich noch wehren. Wenn wir denn überhaupt Gegenwehr gegen die Hydra bekommen. Ist ja auch immer so eine Sache. Und tschüss. Skip. Fluch und Segen hier. Furchtbar. Das war die Hydra.
Du musst auch dran glauben, kleines Teufelchen. Geschafft. So, das Schiff ist weg. Können wir jetzt wieder zurück in die Festung. Also einmal skippen. Juhu, ein neuer Kristall. Hier muss irgendwo eine Festung in der Nähe sein. Ich glaube nicht, dass das die einzige Festung ist. Ich glaube, sogar hier wird noch eine Festung sein. Aber beschwören kann ich es nicht. Ich würde mir gerne die Karte mal aufdecken, aber das ist leider so nicht möglich. Also gut. Zurück hierher. Wir haben jetzt 8 Holz. Immer noch nicht genug. Kann ich noch irgendwas rekrutieren? Ich glaube nicht. Aber das reicht, denke ich mal, zur Verteidigung aus. Wir haben ja immer noch den Turm in unserer Rückhand. Guti. Wie sieht es in der unteren Festung aus? Auch sehr gut. Bald können wir euch holen. Aber vorher hole ich die Paladine oben. Das könnt ihr wissen. 10 Holz. Oh, geil. Paladine. Dankeschön. Ja, sehr nett. Wir haben die Kathedrale mit den Paladinen und die sind wesentlich stärker als unsere wunderbaren Reiter. Aber auch wesentlich langsamer. Hitpoints 50. Attack Skill 11. Jetzt muss ich mal gerade vergleichen. Hitpoints nur 30. Attack Skill 10. Also sie machen einen mehr Schaden und haben sogar nochmal 2 mehr Lebenspunkte. Damage 5 bis 10 und wie viel Verteidigung? 9. Verteidigung hier 12 bis 15 und Damage 10 bis 20. Es ist weitaus besser als 5 bis 10. Das heißt, ich will auf jeden Fall ganz, ganz viele Paladine haben. Dann rocken wir hier die Bude, das könnt ihr aber wissen. So, ich nehme die Erfahrungspunkte und alles andere ebenfalls mit. Hier setzen wir jetzt die 60 Goblins hin und 48 Schweine. Ich habe leider keine Festung. Schade, schade, Schokolade. Aber das macht nichts. Oben ist nichts weiter. Eventuell finden wir hier noch was, aber ich mag auch nicht weg. Ich habe immer Angst, die kommen gleich um die Ecke geschossen und erobern mir die Festung. Dann habe ich echt die A-Karte. So, wir brauchen noch weiteres Holz. Wir brauchen auch noch mehr Runden. Ah, sie hauen wieder ab. Sehr schön. Da sind Wölfe, sonst ist hier nichts weiter. Keine Festung, nichts. Also ja, zum Heulen. Ach Gott, nee. Ich brauche mehr Holz, ich brauche mehr Erz, ich brauche alles. Und ich krieg nichts. Das ist so zum Scheibenkleisterschreien. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Farben es gibt auf dem Spielfeld, wie viele Bösewichte wir besiegen können. Theoretisch könnte ich mir eine Diebesgilde hinbauen, dann würde ich es wissen, aber ich lasse es an dieser Stelle. Gut, die holen sich die Rohstoffe. Wir holen uns den Ausblick und ich sehe, dass wir hier weiterkommen. Und dürfen uns erstmal durch Wölfe kämpfen. Okay. Skip mal. Wir müssen ja eh erstmal herlaufen. Tot. Sehr gut. Skip. 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 Lass die erstmal herlaufen. Skip. Skip. Du gehst den unten töten. Sehr gut. Ja, wenn die keinen in der Rückhand haben, keinen Helden, der ihnen nochmal Attack Skill und Defense Skill gibt, dann sind die echt schwach. Merke ich gerade. 700 Erfahrungspunkte hinzugewonnen. Und wieder Spell Power plus 1. Wenn wir jetzt noch ein paar Spells lernen würden, das wäre super. Wir haben es nämlich schon auf plus 3.